Das neue Liebesglück ist ihm nicht gegönnt. Zwar soll Brad Pitt, 55, aktuell frisch verliebt in Schauspielerin Charlize Theron, 43, sein, doch in seinem Familienleben geht der Fight Club-Darsteller schon seit einer langen Zeit durch die Hölle. Ende des vergangenen Jahres einigten sich die noch Eheleute Brad Pitt und Angelina Jolie, 43, auf das geteilte Sorgerecht. Doch während sich Jolie ständig mit den sechs Kindern Maddox, 17, Pax, 15, Sahara, 14, Shiloh, 12, Vivienne und Knox, beide 10, in der Öffentlichkeit zeigt, wurde Brett Medienberichten zufolge seit 935 Tagen nicht mehr gemeinsam mit einem seiner drei Söhne oder drei Töchter gesehen. Laut des Nationalanzeigers breche es dem Hollywood-Star das Papaherz. Vor allem die beiden ältesten Söhne wollen von Pitt angeblich nichts wissen. Angie freut sich diebisch, dass Maddox und Pax sich weigern, Brett zu sehen, verrät ein Insider. Jolie soll ein fieses Spiel spielen und die Kinder gegen ihren Vater aufhetzen. Ein handfester Streit mit Maddox an Bord eines Privatfliegers habe im September 2016 zur Trennung des einstigen Traumpaares geführt. Seitdem wolle der Junge nichts mit seinem Adoptivvater zu tun haben. Brett weiß, dass seine Beziehung zu Maddox irreparabel kaputt ist, aber er verdient eine Chance mit den jüngeren Kindern, so die Nationalanzeiger-Quelle. Sogar zum 14. Geburtstag von Adoptivtochter Sahara sei Pitt nicht eingeladen worden. Dabei wohne er nur 10 Minuten von Angies Villa entfernt. Freunde sollen erzählt haben, der 55-Jährige habe Pläne, seine Kinder bei Sportveranstaltungen, Kunstkursen oder auch Ausflügen nach Disneyland und dem Vergnügungspark Six Flags zu begleiten. Aber solche Ausflüge seien weiterhin nur ein Traum. Es tut Brett weh, dass er diese Dinge nicht tun kann, vor allem, wo Angie jedes Playdate als Fotomöglichkeit sieht, sagt ein Insider. Wenn Pitt die vier jüngeren Kinder sieht, dann nur bei sich zu Hause und immer noch unter Aufsicht. Arme Brett. Auf wessen Seite stehst du? Gib deine Stimme in unserem Voting unten ab.